Julian Zietlow bricht seit einigen Tagen nicht nur einerseits alle Regeln und alle gesellschaftlichen Normen, die es so gibt, sondern vor allem auch die Algorithmen, besonders auf Instagram. Ich glaube, dass das einer der riskantesten, aber vielleicht auch erfolgreichsten Promo-Moves 2023 sein kann. Kurz für euch, wer ist Julian Zietlow überhaupt? Julian Zietlow ist Fitness-YouTuber, den ich mittlerweile seit knapp 8 Jahren roundabout verfolge. Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich so 13, 14 war und seine, ich glaube, Monday Motivation Videos gesehen habe. Willkommen zum Motivation Monday. Wo ich mir gedacht habe, cool, ich werde Unternehmer. Deswegen, ich kenne Julian schon seit einer langen Zeit, verfolge ihn auch. Ich kenne ihn nicht persönlich, muss ich dazu auch sagen, aber ich kenne ihn gut genug, um diesen Marketing-Move zu analysieren. Und für all jene, die nicht wissen, wer Julian Zietlow ist und was es mit diesem Promo-Move, eventuellen Promo-Move und der ganzen Sache mit Drogen, Drogensekte, Thailand etc. auf sich hat, hier einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Julian Zietlow ist Gründer der Rocker Nutrition GmbH mit Sitz in Berlin. Die Firma macht roundabout 20, 22 Millionen Euro Jahresumsatz, müssten die aktuellen Zahlen sein. Und ursprünglich wurde er bekannt, als er noch Videos gefühlt in seinem Kleiderschrank gedreht hat. Ich persönlich fand ihn bis zum heutigen Tag immer einen sehr, 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 sehr spannenden Typen und einen erfolgreichen Unternehmer. Seine erste richtig großer Erfolg war mit der I Love Personal Training GmbH, mit Abnehmprogrammen, Fitnesskursen etc., wo er schon einige Millionen Euro an Umsatz erwirtschaften konnte. Das heißt, allesamt ein sehr erfolgreicher Online-Marketer, ein sehr erfolgreicher Fitness-YouTuber. Die Firma hat er mit seiner damaligen Frau Alina Schulte-Imhoff aufgebaut und die beiden haben 2 Töchter. Das ist so der Stand der Dinge. Er ist auch sehr bekannt dafür, dass er ein Kollege von Jakob Mern ist. Jakob Mern kennt wahrscheinlich aus meiner Community jeder. Cooler Typ, Immobilieninvestor aus Berlin. Und was ist jetzt ganz konkret passiert? Nach einem halben Jahr oder einem Jahr Funkstille gab es ein Spiritual Awakening auf Thailand mit diesem Beitrag hier. Und es hat alle noch mehr verwundert. Es gab Gerüchte, dass er irgendwie in der Drogensekte verfallen wäre oder irgendwelche Drogen zu sich nimmt, komplett mental verschoben ist und in Thailand rumlungert. Bis zum heutigen Tag ist das faktisch gesehen nicht bestätigt. Nach dem Spiritual Awakening kam jetzt eine Reihe von absolut legendären Posts, die das Internet komplett durchgebrochen haben. Unter anderem auf jeder Explore-Page taucht Julian Zietlow aktuell auf mit diesen fragwürdigen Posts. Es kann sein, dass ich mich täusche, es muss nicht sein. Ich werde auf jeden Fall jetzt die Punkte erläutern, die dazu führen, dass ich der absoluten Überzeugung bin, dass es in einem Marketing-Move enden wird. Grund, warum ich denke, dass es sich um einen Marketing-Move handelt, Nummer 1. Schlechte Publicity ist immer auch gute Publicity. Niemand wünscht sich schlechte Publicity, aber wenn sie da ist, kann sie auch für etwas Positives genutzt werden. Das ist auch wichtig zu verstehen. Ich habe euch hierzu 2 konkrete Beispiele aus meinem Leben, aus meiner unternehmerischen Karriere mitgebracht, die das Ganze sehr gut beleuchten werden, was das auch für den Umsatz einer Firma bedeuten kann. Beispiel Nummer 1, Oliver Pocher, Bildschirmkontrolle 2021. Dieses Quartal wird richtig, richtig durchgezogen. Okay, alright. 1,2 Millionen Views, wie ich als damals 19-Jähriger in meinem Penthouse rumschwirre in Mallorca und in die Kamera reinbrüll, alles unter 100 Millionen Euro ist broke. Wenn, bla 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 bla. Natürlich wurde nur alles unter 100 Millionen Euro ist broke diese Aussage genommen und Oliver Pocher hat sich darüber lustig gemacht in seiner Bildschirmkontrolle. Was hat das Ganze für uns bedeutet? Erstens, über 1,2 Millionen Views, in der darauffolgenden Woche zigtausende E-Mails, zigtausende DMs auf Instagram, die reingekommen sind und vor allem auch mehrere hunderttausende Impressionen auf meinem Instagram-Kanal. Diesen Traffic, auch wenn 95% absoluter Rotz war, absolut minderbemittelte Menschen, Entschuldigung, bestimmt wertvolle Menschen, aber nicht Menschen, die hinterfragen. 5% waren mit dabei, die in unserer Zielgruppe waren, 5% waren dabei, die sich für unsere Dienstleistungen interessiert haben und die sich gedacht haben, die ganze Aussage sollte man sich mal anhören. Diese Menschen kamen auf meine Page, haben meine Page abonniert und wir tracken jedes Mal, wenn ein Neukunde auf uns zukommt oder wenn eine Anfrage reinkommt, wo ist die ursprüngliche Leadquelle gewesen. Und vielen Dank, Oliver Pocher, für mehr als 100.000 Euro auf meinem Konto mehr. Besten Dank und beste Grüße. Beispiel Nummer 2. Ein No-Name-YouTuber hat über mich ein Video gemacht und sehr schlecht über uns gesprochen, über unsere Preisstrukturen gesprochen, wie wir arbeiten, was wir machen. Dieses Video hat dazu geführt, dass alle, wirklich alle Kundenanfragen von Menschen, die nicht kaufkräftig waren,
definitiv sofort rausgeflogen sind, sobald sie auf dieses Video aufmerksam geworden sind. Der springende Punkt ist der, was Julian Zietlow macht, ist, er schließt mehr als 90% seiner bestehenden Community massivst aus, macht sich komplett, wirklich, stellt sich komplett gegen diesen Teil der Community, öffnet aber auch einen winzig kleinen Prozentsatz seiner Zielgruppe, die das Ganze hinterfragt. Die sagt, hey, ihr kennt die ganze Geschichte nicht. Hey, er ist auf einer spirituellen Reise. Hey, er ist das und das und das. Er öffnet für sich 5% einer gewissen Zielgruppe, die kein anderer aktuell anspricht, die sich auf seine Seite ziehen und die gegebenenfalls für ein Mindset-Coaching, spirituelles Coaching eine klasse Zielgruppe wären. Warum eine klasse Zielgruppe? Spricht von Spiritual Awakening. Vor 8 Monaten roundabout gab es das letzte Lebenszeichen in Form von einem Podcast, wo er über das Thema spricht, ein guter Vater werden, wo er über das Thema spricht, Eigenverantwortung. Und vielleicht geht es gar nicht so sehr darum, dass er irgendwie in der Drogensekte etc. gelandet ist, sondern hat er niemals bestätigt, sondern vielleicht geht es viel eher darum, dass er mit seinem Geschäftspartner und Freund, der ja auch spiritueller Coach ist, Luca Liran heißt der Dude, vielleicht auch einfach plant, einen mega Launch auf den Markt zu bringen. Es wäre ein ultra riskanter Move, weil es kann massiv nach hinten gehen, aber er kann auch funktionieren. Weil wenn er auf einmal den Post raushaut, it's all a joke, vielleicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist das schon passiert, dann scheppert's. Weil dann hat er einfach mal eine Woche lang oder 10 Tage lang ganz Deutschland einmal vorgeführt. Betrachten wir auch mal kurz das Engagement. Die Posts wurden immer stärker und stärker und härter. Jedes Mal ein Spürchen wilder, bis schlussendlich auch sein Instagram-Account geblockt worden ist. Wenn du dir das hier einmal anschaust, siehst du den Vergleich von Kommentaren, die er hatte vor Veröffentlichung des ersten Beitrags und vor allem auch am Höchststand, wie viele tausende Kommentare Julian auf seiner Page hat seit dieser Aktion. Und zu guter Letzt, und das ist mir ein Anliegen, ich würde mir niemals anmaßen, über ihn zu urteilen oder über irgendeinen anderen Menschen zu urteilen. Viel eher. Sollte es zutreffen, wovon ich nicht mal unbedingt ausgehe, dass diese Drogengerüchte, Sektengerüchte wahr sind. So what? Jetzt mal im Ernst. Was hat es euch zu interessieren, was irgendjemand anderes macht oder was hat es dich zu interessieren? Ich vertrete den Ansatz, er wird seine Gründe haben, es wird für irgendetwas gut sein, er wird gerade genau da sein, wo er sein muss. Und ich maße mir nicht an zu urteilen über irgendjemanden, weil du kennst nicht die ganze Geschichte, ich kenne nicht die ganze Geschichte, keiner weiß, was wirklich vorgefallen ist. Und deswegen ist es immer besser, einfach mal zu reflektieren und sich auf sich selbst zu konzentrieren. Weil einfach zu verurteilen, und wenn man sich die Kommentare durchliest, ist es teilweise unterste Schublade. Niemand weiß, ob du nicht selber in deinem Leben genau die gleichen Fehler machen wirst oder ob jemand aus seinem Umfeld genau die gleichen Fehler machen wird. Und zu sagen, nee, mir wird das nie passieren, shut up. Wie willst du es überhaupt wissen? Welche Dinge kannst du jetzt zusammenfassen für dich und dein Marketing daraus mitnehmen? Schlechte Publicity kann auch gute Publicity sein, wenn du sie richtig nutzt. Achte darauf in deinem Marketing, dass du lieber 80% der Kunden ausschließt und dich auf die 20% konzentrierst, die wirklich dir und deinen Werten entsprechen und vor allem auch mit denen du wirklich arbeiten möchtest. Wenn du die Glaubenssätze ansprichst, die 80% ausschließen, sprechen sie wiederum 20% der Menschen an. Und der nächste Punkt, den du mitnehmen kannst für dich und dein Geschäft. Es gibt Reibungspunkte, die dazu führen, dass Menschen bei dir kaufen und andere nicht bei dir kaufen. Das heißt, angenommen 100% aller Menschen in deiner Zielgruppe wollen bei dir kaufen. Welche Dinge lieferst du ihnen oder welche Dinge lieferst du ihnen, die nicht dazu führen, dass sie bei dir kaufen? Okay? Geh mal den umgekehrten Weg. Und dann kannst du ganz gezielt Reibungspunkte auch aufbauen, von denen du möchtest, dass sie da sind, und Reibungspunkte eliminieren, von denen du möchtest, dass sie nicht da sind. Ganz einfaches Beispiel, google mich mal. Ich bin zwar ein offenes Buch, aber du findest über mich genau die Dinge, von denen ich möchte, dass du sie findest. Abschließend, mein Goodie an dich. Zum Anlass aus diesem Video hier werde ich an die ersten 25 Leute, die sich unter diesem Video auf eine Strategieberatung melden, einfach einen 60-minütigen Coaching-Call verschenken, wo ich einfach nur Input liefer, angepasst auf die aktuelle Situation in Bezug auf Marketing, in Bezug auf digitale Vertriebsprozesse. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da, lass einen Kommentar da, abonniere den Channel, hau die Glocke hier, Notifications an und schreib mir gerne mal in die Kommentare, was ist deine persönliche Sichtweise. Und falls du einer von diesen ganzen Hatern bist, die nicht differenziert urteilen und einfach nur jetzt runterschreiben, aber was der seinen Kindern antut, es hat euch einfach nicht zu interessieren. In diesem Sinne, an alle eine gute Zeit und bis zum nächsten Video.